Guten Tag, willkommen beim Screencast Kontext in Astdosk. Mein Name ist Stefan Wintermeyer. Kontexte werden in Astdosk zur Rechteverwaltung benutzt. Wenn man keinen Kontext angibt, so wie hier links in der zip.conf, wo zwei Accounts angetragen sind, aber kein Kontext eingetragen ist, geht Astdosk immer davon aus, dass in der extensions.conf der Default-Kontext genommen werden soll. Wenn ein Kontext eingetragen werden soll, dann kann dies für SIP-Telefone zum Beispiel in der SIP.conf geschehen, einfach bei dem entsprechenden Telefon unten Kontext gleich und in den Kontextnamen eintragen. Hier sehen wir ein Beispiel, das Telefon 20 hat den Kontext intern, das Telefon 21 hat keinen Kontext. Deswegen kann das Telefon 20 telefonieren, weil im Kontext intern rechts in der Extension.conf zwei Extensions drin sind und das Telefon 21 kann nichts, weil im Kontext Default kein Eintrag existiert. Hier ist nochmal eine Folie, die den Workflow beschreibt. Wenn ich jetzt mit dem Telefon 2000 die Nummer 1001 anrufen würde, dann schaut Asteris erstmal in der SIP.conf nach, weil es ist ein SIP-Telefon, deswegen in der SIP.conf, in welchem Kontext der User 2000 ist. Da steht jetzt der Kontext Apfelmus. Dann schaut Asteris in der Extensions.conf nach, ob da der Kontext Apfelmus drin ist. Wenn ja, wird die Extension 1001 aufgerufen, soweit sie existiert. Das heißt, Asteris geht eigentlich genau andersrum vor wie ein Mensch. Ein Mensch würde immer fragen, wohin geht das Gespräch? Asteris fragt immer zuerst, woher kommt es? Und dann geht es den Workflow entlang und ganz zum Schluss wird erst geguckt, gibt es die Extension. Hier mal ein Beispiel. Mir ist kein besseres eingefallen. Wer ein besseres hat, möchte mir bitte eine E-Mail schreiben. Ich wäre dankbar drum. Mir ist bewusst, dass das Beispiel nicht sehr intelligent ist. Wir haben hier ein Kind mit dem Telefon 20. Wir haben Eltern mit dem Telefon 30 und 31. Wir haben die Schule mit dem Telefon 40. Die haben alle unterschiedliche Kontexte. Interessieren tut uns jetzt das linke Gebäude, sprich was das Kind und die Eltern telefonieren dürfen. Da habe ich jetzt in der extensions.conf rechts in dem weißen Kasten einen Beispieldateien eingefügt. Das Kind darf die Eltern anrufen, die Eltern dürfen das Kind und sich selber und die Schule anrufen. Wenn das Kind also die 40 wählt, passiert hier in dem Datenplan nichts. Das zeigt, oder das ist ein Beispiel für das Rechtemanagement. Sprich, ich kann mit dem Kontextmodell sagen, wer was darf und wer was nicht darf. Ich kann aber noch weitergehen. Hier habe ich jetzt einen Dateiplan, der ist leicht verändert. Ich habe jetzt bei Kind eine neue Zeile eingefügt, nämlich Extend 40, die Extension 40. Und die sagt aus, wenn jetzt das Kind die 40 anruft, dann soll nicht die Schule klingeln oder das Telefon von der Schule, sondern die 30, sprich die Eltern. Das heißt, wir haben hier ein Beispiel, wo ich die gleiche Nummer wähle, aber verschiedene Ziele habe. Auch das kann ich mit Kontexten definieren und quasi Routen. Um das Ganze zu debuggen, bietet sich Dialplan Show im CLI an. Wenn ich mir jetzt den Dialplan eines bestimmten Kontextes anschauen will, dann geht das mit Dialplan Show Kontextname. Hier als Beispiel der Kontext Kind. Da sind die beiden Extensions 30 und 31 drin. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mir anschauen, in welchen Kontexten die Extension 30 drin vorkommt, kann ich das machen mit Dateien Show 30 Add. Dann wird in allen Kontexten, die geladen sind, geschaut, ob da die Extension 30 drin vorkommt. Das haben wir hier zweimal, bei Eltern und bei Kind. Und wenn ich jetzt ganz dediziert debuggen will, sprich, ich möchte jetzt wissen, ob das Telefon aus dem Kontext Kind die 30 anrufen kann und wenn ja, was passiert, wenn die 30 angerufen wird, dann tippe ich ein Dateien Show 30 Add Kind. Beim Konsoledial muss ich auch aufpassen, wenn ich ein Konsoledial 2000 eingebe, dann würde Asteris nämlich im Default-Kontext nach der 2000 suchen. Wenn da keiner ist, kann Asteris nicht anrufen. Das heißt, wir müssten jetzt hier, um das Telefonierverhalten des Apparats im Kontext Kind zu simulieren, Console-Dial 30-Add-Kind eingeben. So, das war es auch schon zum Thema Kontexte. Es ist ein sehr, sehr
wichtiges Thema. Und von den meisten Online-Dokumentationen ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es wird immer davon ausgegangen, dass man es weiß, wie es funktioniert, aber selten richtig intensiv behandelt. Ich hoffe, Sie haben den Mechanismus jetzt verstanden. Weiterführende Informationen gibt es dazu in meinem Buch, das-asteris-buch.de online. Und weitere Screencasts und der Seite amuma.de, also www.amuma.de. Vielen Dank, wie immer, Feedback bitte per E-Mail an stefan.wintermeyer@amuma.de. Bis dann, tschüss.